Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Endlich Wochenende. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ist das Kunst oder kann das weg, lautet der alte flapsige Spruch. Wir stellen Ihnen jetzt einen Berchinger vor, der nicht fragt, kann das weg, sondern muss das weg oder kann man das etwa noch reparieren? Bei diesem Radiorekorder ist das Kassettendeck nicht mehr funktionsfähig. Ein Fall für Helmut Schmidt-Pauli aus Berching. Den gelernten Werkstofftechniker zieht es auch im Ruhestand immer wieder an die Werkbank. Seit klein auf habe ich gerne gebastelt, Radios gebaut, Radios gesammelt. Und ich habe immer große Liebe zu alter Technik gehabt. Und die letzten Jahrzehnte ist mir also sehr übel aufgestoßen, dass unsere Gebrauchstechnik immer kürzerlebig wird und wir sozusagen gezwungen werden, alles nach kurzer Zeit wegzuschmeißen, was so konstruiert ist. 2015 gründet Schmidt-Pauli in Berching ein Repair-Café und kümmert sich dort mit seinem Sohn und handwerklich erfahrenen Helfern um kaputte Gegenstände. Da das Haus bald abgerissen wird, zieht das Café aktuell um nach Mühlhausen. An der Schleuse 25 fand man mit Hilfe der Gemeinde eine neue Bleibe. An zwei Abenden im Monat will man sich hier defekten Dingen widmen. Deren Besitzer sollen bei der Instandsetzung so weit wie möglich mithelfen. Also wenn jemand ein Gerät bringt zu uns, dann hängt er wahrscheinlich auch dran und möchte, dass das wieder geht. Und dadurch, dass er selber mitarbeitet, kriegt er eine ganz andere Beziehung dazu und sieht auch, dass das nicht so ganz einfach ist, etwas wieder zu reparieren. Und dann schätzt er das Gerät wieder ganz anders, wenn das wieder fertig ist. Der Vorteil bei diesem kaputten Radiorekorder? Das Gehäuse ist verschraubt und lässt sich mit etwas Gefummel öffnen. Viele Billigprodukte sind dagegen nur noch geklebt und im Inneren derartig eng konstruiert, dass selbst Erfahrene mit einem Eingriff mehr zerstören als reparieren. Die Industrie möchte ja immer wieder was Neues verkaufen. Das heißt, die alten Geräte sollen gar nicht so ewig halten. Und das ist mit der Erfindung vom Kunststoff natürlich immer einfacher geworden, die Geräte so herzustellen, dass sie pünktlich kaputt gehen. Und in den letzten 10, 20 Jahren ist das zur Perfektion entwickelt worden. Aber wir versuchen die Leute auch, also bei Gebrauchsgeräten, wie zum Beispiel Elektrozahnbürste oder so etwas, darauf hinzuweisen, wenn sie sich was Neues kaufen, schaut mal zu, ob ein paar Schrauben dran sind, ob man es aufmachen kann oder ob sie ganz geschlossen sind, dann lasst die Finger davon. Das andere, das hält länger und lässt sich wieder reparieren. Damit tragen Helmut Schmidt-Pauli und sein Team letztendlich dazu bei, dass weniger auf dem Müll landet. Und dem lange leerstehenden Schleusenwärterhäuschen hauchen sie, nicht nur mit neuer Farbe für die Fensterläden, ebenfalls wieder Leben ein. Wir machen jetzt ganz kurz Pause. Gleich danach blicken wir rüber nach Altdorf, wo am letzten Wochenende die diesjährigen Wallenstein-Festspiele begonnen haben. Unter anderem mit Beteiligung einiger Schauspieler aus Neumarkt. Außerdem ein neuer Blumenstrauß der Woche und die Wetteraussichten. Bis gleich. Dorner, Ihr Werkzeug- und Maschinenhandel in der Region. Hier finden Sie Profigeräte für Garten, Forst und Reinigung sowie Holz- und Metallbearbeitung. Alles rund um Zäune, Bedachungen und Stahl. Unsere Werkstatt repariert kompetent alle bekannten Hersteller. Und auch wenn es um Maschinen geht, wir beraten von Mensch zu Mensch. Dornatal Messing. Online unter dorner24.de. Ohne eine gute Baufinanzierung fehlt das wichtigste Fundament. Nutzen Sie dafür das Wissen unserer Experten, die schon über 7 Millionen Menschen in die eigenen vier Wände gebracht haben. Lassen Sie sich jetzt bei den Volks- und Raiffeisenbanken und den Heimatexperten von Schwäbisch Hall zu Ihrer Baufinanzierung beraten. Die Einkaufsstadt Neumarkt lädt ein. Zum großen Schnäppchenmarkt am 7. Juli in der Neumarkter Innenstadt. Ab 9 Uhr erwartet alle Schnäppchenjäger wieder eine große Auswahl toller Angebote und satter Rabatte. Mehr Informationen unter einkaufsstadt-neumarkt.de. Wir machen immer etwas mehr als nötig. Juraclean in Neumarkt. Gebäudereinigung, Raumpflege, Hausmeister und Winterdienst. Mehr Infos unter jura-clean.de. Wir
Willkommen zurück. Wir melden uns hier heute aus der Erlebniswelt in Velburg und stehen gerade zwischen der König-Otto-Tropfstein-Höhle und dem Hochseilgarten. Für mich persönlich ist das hier ja das Maximum an Höhe. Andere wollen dagegen wesentlich höher hinaus, entweder sportlich oder aber zum Beispiel künstlerisch. Und als Schauspieler, der hoch hinaus möchte, wagt man sich genau an Theaterstücke von Schiller. So auch bei den Wallenstein-Festspielen, die letzte Woche wieder in Altdorf begonnen haben. Es hat schon ein besonderes Flair, wenn man weiß, dass die historische Person, um die es geht, hier wirklich wandelte. 1599 studierte Feldherr Albrecht von Wallenstein in der Altdorfer Universität. Im heutigen Wichernhaus wird diese Zeit im Rahmen des Volksstückes Wallenstein in Altdorf lebendig. Waren des Mannes höchstes Gut. Freiheit und Ehre! Die zweite theatralische Säule der Festspiele, Schillers Wallenstein. Willkommen, wenn was Gutes Sie ins Lager führt. Ziehen Sie die Hand nicht weg, Graf Piccolomini. Octavio Max Piccolomini. Motive aus den drei Teilen der Wallenstein-Trilogie wurden für die Open-Air-Inszenierung in einem Stück vereint. Doch es ist nach wie vor Schiller. Mit dem haben sich Generationen von Schülern schwer getan beim Lernen, nicht aber unbedingt die Altdorfer Schauspieler. Also schwer zu lernen finde ich nicht, weil das ist so eine Reimform. Also man lernt wie ein Gedicht sozusagen. Also, und das kann man sich relativ gut merken. Und zu spielen ist es natürlich schon, man muss natürlich auch verstehen, was dieser Text bedeutet und muss es dann auch dementsprechend ausdrücken. Von jeder Szene, die wir proben, sprechen wir den Text einmal durch. Der Regisseur ist auch sehr geduldig, jeden Satz mehrmals in allen Nuancen zu erklären, nochmal genau den Subtext, den Hintergrund, den eigentlichen Inhalt mit zu erfassen, dass jeder auch genau weiß, was er denn da eigentlich erzählt. Und wenn man es als Zuschauer gespielt sieht, dann vermittelt sich das ja sowieso nochmal ganz anders. Viele Schauspieler der Inszenierung dürften auch Neumarktern bekannt sein. Barbara Beck, hier als Wallensteins Ehefrau, ist auch bei den Neumarkter Schlossspielen vor und hinter den Kulissen aktiv. Oliver Reinhardt und Hauptdarsteller Udo Gerstacker sind zwar Altdorfer, jedoch oft bei Produktionen in der Jurastadt zu sehen. Sie bezeichnen auch das Menschentun als eine Aussaat von Verhängnissen gestreut in der Zukunft dunkles Land. Drum tut es Not, die rechte Sternenstunde auszulesen. Entschließe dich. Ich schaffe dir das Wort, Herr General. Im Grunde sind die Theaterensembles in Altdorf und Neumarkt nicht nur gute Nachbarn, sondern kooperieren in vielen Bereichen. Kostüme hatten wir auch schon mal aus dem Wallenstein-Fundus nach Neumarkt ausgeliehen. Als Shakespeare dort gegeben wurde, da hat sich das natürlich angeboten. Und dann haben wir jetzt dieses Jahr vor allem für die neue Musik im Festspiel auch ein neues Programm gekauft, wo wir uns also auch die Lizenz teilen. Eine neue Lichttraverse wurde angeschafft jetzt in Kombination Altdorf und Neumarkt, wo halt dann jeder seine Hälfte zahlt und wer sie gerade braucht, stellt sie bei sich auf. Wenn alle drei Jahre die Wallenstein-Festspiele die Zeit des 30-jährigen Krieges lebendig werden lassen, muss so mancher Theaterbegeisterte abwägen, in welcher Stadt er auf die Bretter will. In einem Sommer tragende Rollen in Altdorf und Neumarkt zu übernehmen, wird dann doch ein bisschen viel. Schließlich hat man noch einen Job außerhalb des Kostüms. So, hier in Velburg wird jetzt etwas bestätigt, was ich schon mein Leben lang vermutet habe. Schauen Sie mal, je mehr du wiegst, desto schwerer kannst du entführt werden. Schütze dich selbst und iss Currywurst. Meiner Erfahrung nach klappt das übrigens auch vorzüglich mit Schäuferle, Pizza, Schweinebraten, Hamburgern und vielem mehr. Ich mache mich jetzt in der Pause noch schwerer entführbar und Sie sehen so lang den Blumenstrauß der Woche. Nun blüht er wieder, der Blumenstrauß der Woche. Präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Evastraße 6 in Neumarkt. Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Die Frau Rösch hat sich bei mir gemeldet und wir wollen heute jemanden überraschen. An wen geht der Blumenstrauß? Der Blumenstrauß geht an die Mona Stich. Die ist von unserer Gymnastikgruppe die Leiterin und die organisiert für uns die Sportstunden und macht die schon seit 20 Jahren und darum möchten wir sie mit dem Blumenstrauß überraschen. Und das ziemlich gut, habe ich gehört. Und jetzt wartet sie in der Eisdiele. Das haben sie schon sehr gut organisiert. Dann legen wir los. Auf geht's. Okay.
Wir sind auf der Suche nach der Frau Stich. Ja. Hallo Frau Stich, wir sind von Neumarkt TV und Sie bekommen heute von uns den Blumenstrauß der Woche. Danke. Und wann ist meine Mola? Die jetzt alle so ruhig sind, ja, haben sich bei uns gemeldet. Wir möchten uns bedanken, dass du uns 20 Jahre durch die Gymnastikabteilung geführt hast. Danke. Aber ich habe mir schon gedacht, irgendwo stimmt da nicht weiter. Jetzt alle der Fuhlaffer, irgendwas ist da. Dass jetzt das ist, mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wie ist denn die Gymnastikgruppe entstanden? Ich glaube, das hat damals die Frau Strauch, eine ehemalige Arbeitskollegin, damals hat sie nur Kabelwerke geheißen, dem Mann hat das ins Leben gerufen. Und dann später hat es meine Vorgängerin gemacht, die Frau Gebhardt. Und ich bin einfach ins kalte Wasser geschmissen worden und nicht mehr rausgekommen. Aber ich bin noch nicht ersoffen. Also, und nächstes Jahr wird wahrscheinlich diese Ära zu Ende gehen. Und dann ist das auch für mich der Schluss. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich am Montag in die Gymnastik gehen kann. Wie viele Damen sind es jetzt, die da... 19 sind wir jetzt noch. Also aktiv sind wir 10. Aber wir machen sehr viel Mundgymnastik und das muss ja auch sein. Oder Lachgymnastik. Machen wir auch sehr viel. Wir machen ja auch Ausflüge, Geburtstagsfeiern und Feste, Weinfeste, Essen gehen. Also das organisiert die Mona alles. Also super. Und wir haben jetzt noch ein kleines Goodie für Sie. Und zwar gibt es jetzt auch noch ein bisschen Musik. Der Blumenstrauß der Woche wurde Ihnen präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Eva-Straße 6 in Neumarkt. Ich habe Leuten hören, dass es an diesem Wochenende noch einen Grund mehr als sonst geben könnte, der König-Otto-Tropfsteinhöhle in Velburg einen Besuch abzustatten. Denn wenn die Temperaturen um die 30 Grad liegen, hat es hier unten nach wie vor wunderbar angenehme 8 Grad. Sommer wie Winter. Nun also die Aussichten. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi, vom Keller bis zum Dach. Nach diesem kleinen, man könnte ja schon fast sagen Kälteeinbruch, kommt endlich der Sommer zurück. Am Wochenende gibt es Sonne satt und Temperaturen über der 20 Grad Marke. Mit 25 Grad am Samstag und sonnigen 23 Grad am Sonntag stimmt uns Petrus wieder milde. Und auch die neue Woche startet mit viel Sonne und 27 Grad. Kleine Wölkchen spenden uns hin und wieder Schatten. Look deep into the April face. A change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a sudden gaze and leave behind the springtime. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel in Neumarkt. Und das war's für heute bei Endlich Wochenende. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und würden uns freuen, wenn Sie nächste Woche bei einer neuen Ausgabe vom Marktplatz Neumarkt wieder mit dabei wären. Ihnen bis dahin eine schöne Zeit und ein schönes Wochenende. Also irgendwas tropft hier, da müsste man, glaube ich, mal einen Klempner holen oder so. Das Glück ist eine komische Sache. Oft haben wir es, doch wir bemerken es nicht mehr. Bildung, ein Bett und ein Zuhause sind für uns ganz selbstverständlich. Auch ich hatte viel Glück. Etwas davon möchte ich jetzt weitergeben mit einer Planpatenschaft. Helfen auch Sie einem Mädchen, werden Sie Planpate. www.plan.de